Genau wie der erste Teil erzählt auch Bayonetta 2 nun eine etwas spezielle Geschichte. Das ist aber auch gut so, Herr Bullimann. Normale Standardgeschichten für Langweiler gibt es schließlich schon genug. Hä? Ich weiß genau, was Sie in Ihrem kleinen asiatischen Köpfchen vorgehen. Sie wollen ihn drücken. Sie wollen ihn drücken, Sie ihn. Ja. Den Absurditätsknopf. Herzlichen Schuppen in New York! Ihre Freundin Jeanne, Moment! Ha, genug geschoben! Zeit für einen Engelangriff! Oh nein! Engel stehen in meine Seele! Ja, neue Fußpistolen! Geh in die Hölle und rette die Seele! Aber wer ist denn erfolgreichster mit der Goldkette? Ein Breakdance-Zauberer mit seinen Spielkarten reist er durch die Zeit? Oh! Und das Zauber-Eichhörnchen und die Hexe kämpft gegen diesen Feind! Hallo, ich bin ein blaues Karo. Herkömmliche Spiele lassen euch meist auch gegen herkömmliche Feinde kämpfen, zum Beispiel gegen Roboter oder Samurai oder Dinosaurier oder Terroristen. Und man bekämpft diese eben auch meist auf herkömmliche Art und Weise, etwa mit einem Schwert oder einem Maschinengewehr. Aber Herr Kretschmer, wie wird denn zum Beispiel in Bayonetta 2 gekämpft? Ich weiß es nicht. Ich auch nicht. Überraschen Sie mich. Überraschen Sie mich, diese Herren. Okay. Willkommen in der Hölle. Ich verkaufe Waffen. Oh. Ich bezahle mit dieser Schallplatte. Jetzt werden die Engel verhauen. Sie sehen aus wie Pferde. Form aus deinen Haaren eine Kröte und schlecke sie zu Tode. Achtung, ein Riesenrauch mit seinen Augen klimpert er dich kaputt. Nö, die Hexenzeit verlangsamt seine Eingriffe. Und was ist mit dem Würfel, der eine Sonne in sich trägt? Los, haarige Arme, nimm die Sonne und spiel mit ihr Volleyball. Au. Der Sonnenball zerstört die Bernsteinkruste. Nur kannst du das Tor öffnen. Alles ist schön. Wie gelangt man in anderen Spielen ans Ziel? Laufen? Zum Beispiel. Oft nimmt man aber auch einfach nur das Auto. Zum Beispiel. In Bayonetta 2 gibt es 1000 unterschiedliche Arten, um ans Ziel zu gelangen. Und eine ist schwachsinniger als die andere. Na komm. Ja, mach nur. Dort ist der Berg mit der Brücke zum Himmel. Aber ich bin hier. Der Doppeldecker hilft. Stell dich einfach oben drauf. Will einer auf einem Teufelspferd reiten? Nur wenn es 8 Beine hat. Ja, hat es. Okay. Oh nein, das Pferd ist versperrt den Weg. Halt, stopp! Komm rein, euer Junge! Mach einfach hin, Feuer! Als Panda rennt die Hexe hinüber. Guck mal, der Panda pflanzt ja Blumen. Ey, sag mal, Hauke, tickst du nicht mehr richtig? Wir drehen hier gerade. Ja, sorry, weiß ich doch nicht. Sorry, weiß ich ja nicht. Ja, jetzt ist alles am Arsch. Geil. Hast du geil gemacht. Ja, sorry. Super.